Gemeinsam etwas fürs Klima tun. Mit diesem Ziel hat das Projekt Stadtgemüse von der Stiftung Was tun 2018 begonnen, mit Flüchtlingen Hochbeete zu bepflanzen. Ihre Initiative weiten die Macherinnen Nicole, Anushka, Katrin und Claudia jetzt auf die ganze Stadt aus. Warum nicht zu Kitas, zu Schulen, zu Seniorenheimen, zu Kirchengemeinden, zu Nachbarschaften, WGs? Also eigentlich geht es doch allen so, dass sie gerne mehr Gemeinsamkeit erleben möchten. Und da haben wir das Glück gehabt, dass uns die Klimaschutzstiftung unterstützt bei unserer Idee, sodass wir jetzt die Chance haben, 33 Hochbeete zu verschenken. Auf der Internetseite stadtgemüse.wastun können sich Nachbarschaften um die Hochbeete bewerben. Also uns geht es natürlich um das Team. Es geht jetzt nicht darum, dass sich eine Familie bewirbt, sondern dass man sich zusammentut mit anderen. Und wenn sich ein Team von 2 oder 3 oder eben 10 Personen darum bewirbt und uns mit einem lustigen Foto, einem tollen Tanz, einem Gedicht, ich weiß nicht was, also da sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt, bewirbt, dann ist die Chance groß, dass auch ein Hochbeet verschenkt werden kann. Grüne Daumen und gärtnerische Vorkenntnisse sind nicht nötig. Denn neben den Beeten liefert Stadtgemüse auch den Support frei Haus. Wir bieten Workshops an, wo jeder dann genau lernt, wie man ein Hochbeet aufbaut und was man im Laufe des Jahres da optimalerweise pflanzen kann. Wir haben eine Projektleiterin, die Almut Sievert, die wird das ganze Jahr über die Teams betreuen und das ist auch, steht für jede Frage zur Verfügung, sodass auch wirklich was wachsen wird. In der Volksdorfer Flüchtlingsunterkunft am Waldweg gedeihen die Hochbeete prächtig. Gut von uns, von Kindern auch lernen, dass wir machen das, wie Erwachsenen, wie gibt Wasser, wann krank, was muss machen. Das ist gut von uns und von Kindern. Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, kann das Stadtgemüseteam auf der Hamburger Klimawoche auch persönlich treffen. Auf der Green World Tour, da haben wir einen Stand und sind rund um die Petrikirche zu treffen. Wir freuen uns auf jeden Besucher und am 26. September um 15.45 Uhr haben wir auch eine kleine Präsentation auf der Bühne 2. Also kommt und holt euch ein Stadtgemüse-Hochbeet.